angekommen am Airport, schöner kleiner Airport. Jetzt wird Uber bestellt und dann ab ins Hilton Hotel, meine Freunde. Selbstverständlich wieder eine schöne Badewanne. Hier wird der Boy sich dann immer fresh machen, alles ist am Start. Mein Bett ist eigentlich ganz entspannt. Schöner Fernseher. Und ja, klar, natürlich keine Aussicht, weil es natürlich ein Stadthotel direkt mitten im French Quarter. Aber was willst du machen? Ne? Man kann natürlich nicht jeden Wunsch erfüllt haben, aber ist ganz stabil, typisch Hilton halt. Und ja, hier hat man natürlich auch wieder seine schönen gratis Getränke, kann den Tee machen und so. Eine Minibar? Ja, gibt's sogar auch. Eine Minibar. Ob sie befüllt ist oder nicht. Nein, ist natürlich nicht. Ist nur ein Kühlschrank, aber der wird nachher dann von mir befüllt. Und was haben wir hier? Ein Safe, alles klar. Ja, ist doch schon mal ganz stabil. Gleich geht's dann ein bisschen fressen und in die City. Der Lifestyle muss gelebt werden. So, hier sind wir bei Fritzels, einem europäischen Jazzclub. Aber ich frage mich, werden die Jazzkonzerte dann im Keller gespielt oder wie ist das? So, jetzt sind wir hier am weltbekannten Mississippi River und hier dürfen natürlich diese bekannten Schiffe, diese Holzschiffe nicht fehlen. Da oben wird auch schöne Live-Musik gespielt. Und hier hat man auch einen super Ausblick auf diese Brücke, die ist auch sehr bekannt. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber wenn man New Orleans googelt, dann sieht man die auch immer wieder. Die ganze Stadt ist eigentlich unglaublich, die hat einen super Flair. Das ist gar nicht mit der Westküste zu vergleichen. Also einen ganz anderen Flair als Los Angeles, San Francisco oder Las Vegas. Es hat was ganz Besonderes hier. So, natürlich hat man sich jetzt wieder was vom besten Getränk der Welt geholt. Und das wird natürlich erstmal standesgemäß kaltgestellt. Jetzt geht's erstmal wieder in die Hilton Hotel Lounge. Denn als Gold-Member kann der Boy natürlich überall rein. Leider keine Pink Lemonade, aber was anderes von Minute Maid. Dann einen schönen Salat und Frikadellen oder so, was es auch immer sein soll. Werde ich jetzt probieren. Da hinten haben wir noch PC-Zugang, da hinten sind noch ein paar Brettspiele. Man kann sogar Schach und so hier spielen. Ja, die Lounge, die ist schon ganz stabil. Ne? Die ist schon. Hier hast du auch eine alte Karte von New Orleans mit dem Mississippi River. Ja, das hat schon was, ne, meine Freunde. So kann man das Leben genießen. So, jetzt wird erstmal fein zu Abend diniert. Geiler Coleslaw-Salat. Und das hier ist etwas typisch Südstaaten-Küche. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Ist auf jeden Fall sowas ähnliches wie Spare Ribs. Und was? Brisket. Ja, Brisket, stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen mit nicer Barbecue-Soße. Und dann hat man sich noch eben ein USB-C-Kabel organisiert, aber man seins im Flugzeug vergessen hat, suspekterweise. Und wir sitzen hier ganz oben auf dem Balkon und haben hier eine perfekte Aussicht über die Bourbon Street. Da hinten sieht man Downtown. Und ja, hier kann man ganz angemessen die Südstaatenküche genießen. Zufällig führte der Weg jetzt wieder ins Casino bei Harris. Das gab es auch schon in Las Vegas. Hier sieht man schon die schönen Automaten. Die werden jetzt erstmal vom Boss bespielt, weil als ich eben auf Maps gesehen habe, dass es hier direkt neben dem Hilton Hotel ein Casino gibt, da war natürlich klar, dass hier heute der Abend verbracht wird. Scheiß auf alles andere, ich muss erstmal fett zocken. So, der Abend endet auch in New Orleans im Casino. Hier wird wenigstens auch am Eingang schön mit einer Security kontrolliert. Nicht so wie in Deutschland, wo dann die ganzen, ihr wisst welches Klientel ich meine, das ganze Gesindel da rumhängt. Nee, hier hast du wenigstens noch schön gehobenes Casino, keine asozialen Hurensöhne. Und ich denke, jetzt wird erstmal ein bisschen gezockt, meine Friends. So kann man den Abend schön ausklingen lassen. So, natürlich jetzt mal wieder guten Appetit für den Boss. Ich habe mir erstmal einen schönen Bacon Cheeseburger gegönnt. Bei Wendy's, einem meiner Favorites in den USA. Gönnt euch einfach mal, was ich mir jetzt hier reinhauen werde. Nice. Schön fettig, so wie sich das gehört. Thank you.
Seid gegrüßt, meine Freunde. Ihr dürft mich jetzt auf meinem mehrtägigen Roadtrip durch Texas begleiten. Wir sind hier gerade noch in Louisiana, in der Hauptstadt Baton Rouge. Und wir fahren jetzt nach Galveston, dann nach Houston, Dallas. Und wir werden natürlich überall auch nur in angemessenen Hotels schlafen und ein bisschen den Lifestyle leben. Und ihr dürft mich jetzt auf jeden Fall auf der Reise begleiten. Ein paar interessante Fakten. Wir waren ja jetzt ein paar Tage in New Orleans. Das war wirklich sehr schön, aber auch sehr aufschlussreich, weil ich habe da ein paar Dinge erfahren, die ich vorher noch gar nicht wusste. Und zwar der Mississippi River zum Beispiel. Ich hatte den eigentlich immer sehr, sehr schön im Gedächtnis, weil ich habe da immer schöne Reportagen drüber gesehen im Fernsehen, dachte mir, es ist wunderschön hier am Mississippi Delta und so. Aber hier der Abschnitt zwischen Baton Rouge und New Orleans wird auch als Krebsallee bezeichnet. Und das liegt jetzt nicht an den Krebsen, an den Tieren, sondern an den Giften, die alle im Fluss drin sind. Ja, der Fluss ist sehr giftig, weil hier in Baton Rouge sehr viel Industrie ist und auch generell am Mississippi sehr viele Farmen liegen, die dann ihre Düngermittel und die ganzen Chemikalien in den Mississippi River einfach ungefiltert ableiten. Und hier in den USA ist es, ja, hier interessiert das keinen, da ist das Wasser wirklich giftig. Es steht auch überall im Internet, also man sollte da auf keinen Fall drin schwimmen gehen oder man soll gar nicht mit dem Wasser in Berührung kommen, weil das wirklich gerade hier zwischen Baton Rouge und New Orleans sehr belastet ist, sodass das wirklich sehr krebserregend ist. Und das Mississippi Delta, wo der Fluss dann in den Golf von Mexiko mündet, wird auch als Dead Zone bezeichnet. Ja, da ist wirklich alles tot durch die ganze Industrie hier. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Das hätte ich denn nicht erwartet. Ist auch ein bisschen traurig eigentlich. Und dann gibt es dann noch die Sache mit dem Hurricane. Wie hieß der nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, 2007, war doch hier dieser Hurricane Katrina, genau. Und man kann immer noch die Auswirkungen davon 12 Jahre später in der Stadt sehen. Da stehen noch echt viele Gebäude leer. Und es sind immer noch 100.000 Leute weniger als vor dem Hurricane in der Stadt. Also die Stadt hatte mal eine Einwohnerzahl von 480.000. Mittlerweile sind es nur noch so 392 oder so. Und das hat sich aber schon gebessert, weil nach dem Hurricane waren, glaube ich, nur noch 150.000 oder so in der Stadt. Man merkt es auf jeden Fall auch. Viel wird da noch gebaut, immer noch 12 Jahre danach. Und ja, ich hätte mir auch gerne mal die Ruinen angesehen, aber leider hat man das erst am Tag vor der Abreise recherchiert, dass es da noch diese Ruinen gibt. Aber naja, mal schauen, was uns auf dem Roadtrip jetzt so begegnet. Der nächste Stop wird erstmal an der Fressbude sein und ja, ich würde sagen, viel Spaß, meine Freunde. Jetzt geht's ins Waffle House. Ich war noch nie da, aber das ist eigentlich auch über die Staatsgrenzen hinaus bekannt und deswegen werde ich das jetzt mal abchecken. Das ist die Speisekarte. Ich habe mich jetzt hier standesgemäß für einen Burger entschieden, weil der Lifestyle verlangt es einfach. So Leute, der Boss hat sich gegönnt. Jetzt wird erstmal fett reingehauen, weil ich bin ja nicht obdachlos. Willkommen in Texas! Nice! Morgen, Freunde. Jetzt sind wir hier auf dem Weg nach Dallas. Erster Zwischenstopp bei Arby's. Es wird zum Frühstück selbstverständlich wieder Burger gespeist. Weil wenn man natürlich alle amerikanischen Ketten durchnehmen will bei einem Aufenthalt, dann muss man eigentlich dreimal am Tag zu verschiedenen gehen, weil es gibt so viele, dass ich da schon den Überblick verloren habe. Und deswegen wird es erstmal hier reingehauen. Ein gelbes Glas. Jetzt wird gefrühstückt. Hier haben wir schöne geile Schlampe. Das auch. Curly Fries mit Bacon, Cheese. Und dann so einen schönen Gyros. Arby's ist auf jeden Fall geil. So Leute, Essen war erfolgreich. Ich hatte eigentlich gar keinen Hunger. Aber ich dachte mir so, ja komm, Arby's, habe ich noch nicht gespeist. Auch wenn du jetzt keinen Hunger hast, Boss, dann frisst du trotzdem. Shoutout nach Afrika. Und ich meine, wer kann, der kann. Ich könnte mich auch 20 Mal am Tag voll fressen. Das ist gar kein Problem für mich.
So, standesgemäß vorgefahren. Okay, ist zwar kein Escalade, GMC, aber trotzdem ziemlich geil. Hier ist das Hilton. Jetzt wird erstmal der Pool ausgecheckt. Der Lifestyle verlangt es, meine Freunde. Ihr wisst es, der Lifestyle verlangt es. Hier haben wir jetzt das Zimmer im Hilton. Schönes, großes Bad, wie es sich gehört. Schöne Badewanne, wo der Boy natürlich mal wieder ein Bad nehmen wird. Schöne, große Armatur. So muss das sein. Zimmer ist auch ziemlich groß. Natürlich wieder ein schönes Doppelbett für den Boss alleine, so wie es sein muss. Dann haben wir hier noch eine schöne Mikrowelle. Wird man zwar nicht nutzen, aber nice to have natürlich. Tee und so kann man sich wieder hier schön gratis bedienen. Das Wasser ist natürlich für Gold-Member auch umsonst. Also werde ich mir das auch reinpfeifen, einfach weil es umsonst ist. Und dann hat man hier natürlich eine schöne, ja, ich sag's mal, Aussicht. Aber man hat auf jeden Fall direkt Downtown vor sich, denn man ist hier mitten in der City. Hat man schöne Aussicht auf die ganzen Wolkenkratzer. Hier haben wir den Poolbereich. Der Boy chillt direkt hier mitten in Downtown, mitten in der Skyline von... So Leute, der Boy geht jetzt fein speisen, schön amerikanisch, bisschen Wings, bisschen Rippchen. Der Polospieler sitzt selbstverständlich. Laut meiner Apple Watch stehen die Aktien auch genauso wie mein Schwanz. Und jetzt wird sich erstmal fett der Bauch vollgehauen. Der Lifestyle muss gelebt werden. Bisschen chillen am Pool. Minute Maid Lemonade, die beste Limonade, ist natürlich auch am Start. Und einfach mal die Beine hochlegen und das Leben genießen, meine Freunde. Das hier ist das Dallas County Administration Building. Ein scheinbar unspektakuläres Gebäude. Aber das ist das Gebäude, wo John F. Kennedy erschossen wurde. Da oben aus dem Fenster, ich bin nicht sicher. Das haben die mir eben gezeigt. Da irgendwo stand der Scharfschütze und hat den dann hier, als er hier vorbeigefahren ist, erschossen. Hier hat der Boy jetzt echt einen Alligator vor sich liegen. Ich werde jetzt mal schön Krokodil fressen. Mit angemessener Pink Lemonade selbstverständlich. Ich lasse mir auf jeden Fall schmecken.